Hallo und herzlich willkommen zurück zur Spark Challenge. Ich hatte mich ja mit Escape ausgelockt beim letzten Mal, weil es ist ja dunkeltiefe Nacht und ich habe hier einen Haufen Mobs um mich rum gehabt. Da, Zombie, Skelett da hinten. Und bin eigentlich nur auf der Suche nach einem Enderman oder sowas. Und hier, eine Kuh. Ach, kick an, ein Haufen Kühe so, ja. Aber gut. Kühe haben wir jetzt ja. Kühe sind komplett. Wir brauchen nur noch die Pferde. Ich muss hier verscheißern oder was? Ja, ich renne hier schon seitwärts lang und trotzdem triffst du mich. Wie machst du denn sowas? Komm her hier. Dich krieg ich doch hier. Komm her, ich krieg dich. Nee, krieg nicht. Gut. Jetzt muss ich mal abhauen hier, das wird nichts. Jetzt muss ich jetzt mal schnell das Zombiefleisch gegen den Bogen austauschen. In der Hoffnung, der droppt vielleicht auch noch einen Bogen. Nö, macht da nicht. Ah, gut, 20 Level haben wir auch schon. Jetzt mal was essen hier zum Regenerieren. Oh gut, das kriegen wir auch so. Du tust mir nichts, sagt die Rüstung. Okay. Hey. Gut, Mütze haben wir aufgesetzt. Die Hose ist auch gerade kaputt gegangen. Ziehen die da hinten ist ein Enderman. Na, endlich. So, komm hier, hier. So, weil da hinten der Enderman ist, werden wir dann gleich noch die Schuhe austauschen und den Brustpanzer auch. Mal gucken hier. Skelette sind hässlich. Oh, da noch eins. Wieso höre ich denn jetzt hier einen Enderman, wenn ja keiner da ist? Na gut. Komm her hier. Krieg doch, komm her, hier. Komm her, sag ich doch. Na siehst du, geht doch mit dir. Nicht gläser, du kleiner Scheißer. Okay, komplett gerüstet. So, weg da mit dir, weg da mit dir. Setzling will ich nicht. Nein! Und ich sah es noch. Ach, ist aufregend. So, Pilz will ich nicht. Setzlinge will ich nicht. Alt, kaputt, neuer Bogen. Ich will hier auf dem Puffer hier, ey. So. Erledigt. Platt. Meine Pfeile? Oh. Könnten wir ihn ja sehen. Jetzt sind wir wieder eingesammelt hier. Wollte ich da ja nicht. So, jetzt hier aber. Ordnung muss sein. Rüstung funktioniert. Party ist auf den Schaschlikspieß hier. Aber wir sind ja neu ausgerüstet. So, da haben wir ein Zuckerrohr. Das nehmen wir einfach mal mit. Und vielleicht finden wir ja durch Zufall noch den Enderman hier wieder. Wäre nicht schlecht. Wo ist er denn eigentlich gewesen? Konnte ich von Weitem sehen, also muss er ja irgendwo weiter oben gewesen sein, glaube ich, wa? Oder ist er schon despawned? Hab ich drum rumgelaufen? Ich weiß es nicht. So, nächsten Level. Kühe. Oh, gut. Kühe haben wir eigentlich genug. Kühe brauchen wir nicht mehr. Ich nehme die Level einfach mit. Komm her hier.
Jetzt aber. Jeder mit dir. Ich hab mich schon wieder gänzlich verlaufen. Na, Witch? Ach, die irgendwas schlimmert? Die wirft nämlich böse Sachen hier um sich, wa? Oh ja, gut. Ein bisschen Vergiftung geht ja immer noch. Na, komm her. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ein Herz, ein halbes Herz. Alter, das war echt knapp gewesen jetzt. Wie lange hält der Mist noch an? Eine Sekunde. Gut. Es ist Tag. Das war knapp gewesen. Das war richtig knapp hier. Na komm, ich mach mal platt hier. Alter Schwede. Ja. Hochmut kommt vor dem Fall. Gerade nochmal die Kurve gekriegt. Gut. Zuckerrohr holen wir ab. Wir werden mal kicken. Wo wir denn hinlatschen? Mal geht schneller an. So, lass mal was wegfressen hier. Oh, komm hier. Auch wenn du mir nicht tust, dann Level nehme ich mit. Ich brauche... Nein, 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 nein. Wo kam der denn jetzt schon wieder her? Gut. Aber er ist tot. Aber er ist tot. Joe. Immer noch Birkenwald. Ihr kriegt eine Krise, ey. Hinten sind auch wieder nur Birken. Aber es sind hohe Bäume mit dabei. Jetzt kommt hinterm Birkenwald vielleicht ein Dschungel? Ich weiß es nicht. Ob wir noch was entsorgen können hier? Nö, haben wir nicht. Oh ja, gut. Nehmen wir mal lieber das Hühnchen mit, falls wir in der Not was essen müssen. Vier werden sehen. Wir haben noch ein Resteisenschwert und ein Diamantschwert mit. Und das hat auch noch dummerweise Rückstoß mit drauf. Aber Rückstoß fetzt nicht. Rückstoß ist blöd. Da sind hohe Bäume, aber das ist doch keine. Na, hier hängt das wieder. Das heißt, hier war ich noch nicht. Da muss das Gebiet neu rendern. Das ist ein gutes Zeichen. Es war zumindest keine bekannten Gefilde hier kommen. Ich weiß, der Rückweg wirkt wieder unheimlich lang. So eine reine Gelatsche die ganze Zeit. Aber bleib du mal nicht aus. Ja, als Spark auch, der ist 1000 Blöcke durch die Hölle gerannt. Im wahrsten Sinne, ist für uns durch die Hölle gegangen. Für uns Zuschauer. Damit wir was zum Kicken haben. Rennt Spark durch die Hölle. Da soll sich mal ein Beispiel eher dran nehmen. Soll sich mal einer ein Beispiel dran nehmen. So rum. Guter Deutsch. Kauf dir mal eine Tüte Deutsch für 3 Geld 80. Hat mir auch gehilft. So, was haben wir denn hier noch schön? Ach, oh, wieder so ein hässliches irgendwas Sumpfscheiß. Aber guck mal, im Sumpf gibt's auch Kühe. Warum die in dem ersten Sumpf, wo ich war? Ist doch ein Mist, ist das welcher? Oh. Mitgenommen. Guck mal, was dahinter los ist. Mal einer an hier, wa? Das ist schon echt wieder. Ups, 17. War das 17 Steaks?
Oder hier, war eben gerade ein Rindfleisch, wa? Nee, Schweinefleisch. Rind habe ich jetzt noch. Flachland, war ich hier schon mal? Ist das hier die Sache mit den Pferden? Mit dem Villagerdorf? Ich weiß es nicht. Ja. Gehen wir einfach mal lang. Schauen wir, finden wir ja hier Pferde. Und dann machen wir, dann mach ich mir auf den Weg mit Pferden zurück nach Hause. Wird bestimmt lustig. Haha, yippie ja je. Ich freue mich, Schweinebacker. Oh, Hühnchen. Aber denn da? Fichten. Nee. Das Fichten? Fichten heißt Schnee. Schnee ist blöd. Ja, das ist aber kein Dschungel, oder? Was sind das für Bäume hier? Das ist ein normaler Fichtenwald hier. Kein Dschungel, kein Nuscht. Dann nehmen wir hier ans Flachland zurück. Das war ja hier irgendwo daneben. Warum ist das Flachland schon wieder weg? Okay, Loch. So, mal kicken, was hier so los ist. Flachlandbiom, immer gut für Villagerdörfer. Ja, mal kicken, was die tauschen wollen. Wir da oder vielleicht irgendwas hin. Oh, ein Schaf. Nicht mal ein Pferd hier. Kein blöder Pferd. Kein Gaul. Kein Pony. Fichtenwald. Fichtenwald. Fichte. Fichte. Ich schick die Nichte in den Fichtenwald. Die Nichte in die Fichte. Okay. Also weiter, Lars. Ey, wenn ich bald Blasen an den Füßen habe, hier weiß ich aber auch nicht. So. Birken. Noch mehr Birken. Da kommt Lava aus der Wand. Brauche ich alles nicht. Ja, jetzt auch nicht weiter. Oder? Kürbisse. Brauchen keine mehr. Melonen brauche ich noch. Melonen brauche ich noch. Keine Kürbisse. Kürbisse habe ich selber. Die züchte ich mir mittlerweile schon. Mann, ja, ein paar FPS-Einbrüche hier. Mal einen Augenblick stehen bleiben hier zum Laden. Wahrscheinlich nicht schlecht, wa? Nutze ich mal die Gelegenheit und guck mal auf die Uhr. Oh, die sagt mir an, noch knappe anderthalb Minuten. Gut. Ist nicht die Welt. Aber sollte vielleicht noch reichen, nochmal einen Blick zu werfen. Und irgendwo abzugrenzen, wo wir nicht hingehen in der nächsten Folge. Und wie es aussieht, wird es auf alle Fälle die Richtung sein. Ja, da kommen neue Bäume. Aber es ist kein Dschungel. Es ist alles wieder nur Fichte, Fichte, Fichte. Genau. Da sagt mir der Timer, er ist abgelaufen. Haben wir noch ein paar Sekunden Zeit, nochmal in die Richtung zu latschen, hier um zu kicken, wo wir der nächste Folge hinlaufen. Oder hinlatschen. Damit laufen nicht mehr viel zu tun. Oh, noch einmal was essen. Oh. Hier ist glatt zu Ende. War auch nicht schlecht. Gut. Dann laufe ich einfach mal in der nächsten Folge das ganze Flachland hier ab. Hier sind ungefähr ein Drittel von dem Weg zurück, den ich gerade schon gelaufen bin, weil ich gerade hergekommen bin. Guck mal, hier ist schön. Vielleicht noch ein Dungeon zur Abwechslung, dass wir noch wieder ein neues Ziel haben. Nö, haben wir nicht. Oh, der Spark auch Schweine ab, wa? Mein Gott. Hat da ein Dungeon an der Oberfläche gefunden.
Der jammert rum, von wegen, was, das ist. Er hat so viel Pech. Aber gut, ich stelle mich jetzt hier einfach hin. Gehe wieder mit Escape raus. Danke, bedanke mich für Zuschauen. Und sage dann, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.